Dann ab zum Gelben Reich. Hoffentlich ein wenig gelber. So, wo muss ich hin? Ne, da waren wir schon. Wobei, na, da ist der gelbe Bereich. Aha. Hallo. Na? Na, Kinders? Habt ihr aufgegessen? Ach so, da kann man hier hochkommen. Ach so. Aha. Interessant, interessant. Es ist wirklich schön. Es macht so eine Laune gerade, hier einfach mal durchzuballern. Einfach mal nicht viel nachdenken. Einfach mal spielen. Einfach mal machen. Einfach mal ignorieren, dass man hier hunderte Gegner einfach mal über den Haufen ballert. Dass das halbwegs schlimm sein könnte. Sondern einfach machen. Einfach hier durchbolzen. Und dabei sich natürlich so uncool wie möglich anstellen. So, kann man hier irgendwo raus? Oftmals gibt es nämlich solche Tricks, dass man noch nach draußen kommen kann. Da sieht man schon, aha, da draußen ist noch was. Es ist allerdings nicht meine Art, das alles zu finden. Ah. Tja, da muss ich, glaube ich, hin. Und so einfach es gerade mal aussieht, so wenig Schaden man zu nehmen scheint, es wird nicht unbedingt einfacher. Ne? Schon mal angemerkt? Da muss ich runter. Es wird noch einige böse Stellen geben. Na? So, hier. Fass. Ah, die sind wirklich super hier, die Fässer. Kann man immer, ne, kann man sich mal sagen, ja, hier, komm. Wow. Warte mal, habe ich nicht noch hier andere Ammo? Habe ich nicht für die Party-Tröte hier was? Ja, siehst du mal. Na also, es geht doch. Gerade hier die Unsichtbaren. Leicht nervig, weil die sind halt unsichtbar. Aber auch damit einfach reinbolzen hier. Triffst immer den richtigen. So, feine Sache. Ist es der Ausgang? Yep, ist er. Was gibt's hier noch? Hallo? Huh. Man kann die Level auch, also man kann auch innerhalb eines Levels einfach neu starten, allerdings verliert man dann seine aktuellen Waffen. So viel habe ich schon herausgefunden damals. Damals, also gestern, als ich das noch weitergespielt habe. Und ich habe eine Handvoll Gegner übersehen. Habe ganz viele Items gefunden und sogar, wow, Health Secrets. Und wahrscheinlich auch 10-mal so lange gebraucht, wie eigentlich notwendig. Naja, okay, nur 3,5-mal. Oder 3 und ein bisschen. Das heißt, wir sind am Ende des ersten Abschnitts. Beziehungsweise das Ende kommt jetzt. Das ist der Eingang. Er stöhnt den Eingang an. Oh, Eingang, ich geb's dir. Oh. Ja, ich gebe dem auch gleich mal was. Hier liegt extra deswegen, weil man auch seine ganzen Waffen verlieren kann, indem man einfach stirbt und neu startet. Liegt hier extra nochmal eine Shotgun rum, damit man nicht komplett aufgeschmissen ist. Weil das nicht unbedingt einfach ist, sag ich mal. Mit einer einfachen Pistole. Die einfache Pistole reißt halt wirklich gar nichts. So. Ich möchte noch ein wenig mehr mit der Shotgun hier unterwegs sein, weil ich glaube, ich die andere Munition noch gut gebrauchen kann. Da sind die Kollegen. Da ist auch noch welches. Ja, schöne Sache. Ich weiß allerdings nicht, wer dann sonst noch so schießt. Also, eigentlich sollten die nur auf mich schießen. Guck mal, da will ich auch noch hin. Kann man da hin? Ha. Huh. Dramatische Musik. Red Key. Ist gebraucht. Hier war ich schon. Das sieht man anhand der ganzen Leichen. Gibt's hier einen Red Key? Hallo? Da oben ist noch jemand. Aha. Ich sollte ein wenig vorsichtiger spielen, glaube ich. Na, lass mich da hoch. Lalala, hoch. Bam.
Ah, das ist der Yellow Key. Tja. Tja, tja. Dann kann ich hier wieder runter. Was? Ach da. Schießt der einfach, ey. Unhöflich. Yellow. Schon wieder ist da draußen was. Das ist echt, echt schlimm stellenweise. Man sieht immer so viele Sachen auch aus der Entfernung, ne? Und denkt sich, ja, irgendwie kann man da hin. Irgendwie. Ich weiß aber nicht wie. Ne? Und das kann man dann gerne nochmal herausfinden, indem man es halt nochmal spielt. Oder man schummelt einfach. Guckt sich an, wie andere das gemacht haben. Warte mal. Hier? Ne, da war ich schon. Hä? Muss ich nochmal zurück? Ach, hier kann man hochfahren. Drei auf einen Schlag. Sehr cool. Man muss sagen... Oh, Raketenwerfer. Das muss man öfter mal sagen. Einfach mal durch die Fußgängerzone laufen und sagen... Oh, Raketenwerfer. Ich glaube, da wird zwischendurch wohl jemand gucken. Oder auch nicht. Je nachdem, wie abgebrüht die Menschen schon sind. Kann man hier nicht irgendwo rauskommen oder sowas? Waren wir hier schon? Nee, hier. Blue Key. Hallo, Blue Key. Kavöms. Die Raketenwaffe hatte ich das letzte Mal beim Spielen hier gar nicht mitgenommen. Ah, da unten geht's hin, okay. Und ich werde mir die Rakete mal ein wenig sparen für später, weil die brauche ich, glaube ich, noch. Ich weiß gar nicht, wie viel ich da gerade von habe. Doch, Rockets 28 von 100. Oh, es könnten durchaus schon ein paar mehr sein. Trotzdem kann ich die nochmal benutzen, sag ich mal. Wenn ich sie schon habe. Hallo, Jungs. Nicht ganz so erfolgreich wie gewollt. Oh. Und wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben, eure Erfahrungen mit diesem Spiel oder mit diesen alten Spielen. Wie das damals bei euch aussah. Also wart ihr, da ist die blaue Karte übrigens. Ob ihr damals schon alt genug wart, das spielen zu dürfen. Oder ob ihr das heimlich gespielt habt oder wie auch immer. Sowas in der Art. Ja, so ein paar Geschichten hier mal auspacken. Fände ich sehr cool. Meine Geschichte zu diesen alten Doom-Teilen ist, ich habe sie irgendwann früher mal ganz kurz mal angespielt. Habe sie von einem Kumpel bekommen. Mal kurz, habe sie aber nie durchgespielt. Habe die ersten paar Level da mal immer von angespielt. Die Red Key habe ich aber, wie gesagt, nie ganz durchgespielt. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil mir das damals zu anstrengend war oder ich damals halt noch viel, viel, viel zu klein war, um mich mit Shootern zu beschäftigen. Aber heute muss ich sagen... Jau. Coole Sache. Macht mir gerade mal deutlich mehr Spaß als die letzten 5 Call of Duty Teile, die ich gespielt habe. Ganz ehrlich. Jetzt mag der eine oder andere sagen, ja, ist auch nicht schwer. Aber mal so gesehen. Wo muss ich denn jetzt hin, ey? Ich habe die Blue Key. Ist der hier die Blue Key? Ich glaube, ne? Nee, der Red... Der, hä? Kann ich hier hoch? Hallo? Ah. Der Blue Key war ja da unten auf dem Dings. Die habe ich ja noch gar nicht. Aber wir waren hier noch nicht. So. Na, wo ist er denn? Der Übeltäter. Hä? Hallo, Unke. Da hinten ganz. Und die Shotgun ist wirklich super. Ist hier aber noch was anderes drin, ne? Hallo? Nö. Alles optional hier. Das ist ja schön. Wie komme ich denn da aber zu der Blue Key hin? Ich kann ja nicht springen. Ich würde so gerne hier rauf einfach übers Geländer springen. Einfach rüber hüpfen. Einfach mal sagen, ja, hier komm. Du hältst mich nicht auf, Blue Key. Da war ich bestimmt. Hier, der Tails, das nehme ich mir mit. Ich kann doch nicht ganz am Anfang jetzt irgendwas machen. Ich bin so schlecht gerade. Ah, hä?
Warum habe ich das vorher nicht geschafft, hier reinzukommen? Habe ich es einfach verpasst? Also es ist ja, es wäre ja wunderschön. Genau, hier war der Anfang. Hier eben die Muni noch mitnehmen. Wie komme ich da jetzt zurück? Ich weiß ja, da ist eine blaue Tür. Da nicht? War die dadurch? Nee. Was ist hier denn noch los? Och, Leute. Stehparty. Da war der... Tja. Eigentlich hätte man den blauen, glaube ich, ziemlich schnell finden sollen. Aber anscheinend nicht ich. Da war der gelbe Krams. Ha! Wo kommen die jetzt her? Bin ich jetzt doof? Gut, andere Frage. War ich jemals nicht doof? Da. Na! Kavums. Hallo. Mach auf. Nö. Doch nicht. Im Dunkeln hängen sie da. Na, was habt ihr denn da gemacht? Will ich eigentlich gar nicht so genau wissen. Aber wieder alles so verwinkelt, verwirrt vor irgendwas hier. Das ist echt schlimm. Da ist nicht feierlich. Da ist ein Knöpfelein. Hoffentlich ein schönes. Was hat's gemacht? Es hat irgendwas geöffnet. Er hat die Tür geöffnet da hinten. Tja, was habe ich denn nochmal hier gegen? Na? Nee, für den einen mache ich doch keine Rakete kaputt. Ah, für die hätte sich schon gelohnt. Ah, für die auch. Eine Rakete rein hätte sich schon gelohnt. Und wie gesagt, da draußen kann man auch hin. Ich weiß nicht genau wie. Nicht mal nicht genau. Ich weiß eigentlich überhaupt nicht wie. Aber es stört, glaube ich, keinen. Und ich dachte, das wäre jetzt der Endboss hier gewesen. Ach nee, da oben ist noch einer. Phobos-Anomalie. Tja. Oh, ich speichere mal eben. Weil ich interessant finde, was ich da unten sehe. Und schon sind sie alle gestorben. Herrlich. Geile Sache. Kann man da oben hin? Ja. Ach ja, die Musik ist wirklich super. So billig es auch klingen mag, aber es ist ziemlich episch. Das ist ja gerade die Herausforderung, wenn man begrenzte Mittel zur Verfügung hat, dass es dann trotzdem noch so gut klingt. Also gut im Sinne von, ich setze die Sachen, die ich zur Verfügung habe, gut ein. Es ist nicht so einfach. Oh ja, und wir sehen hier ganz viel Munition, ganz viele Waffen, ganz viel Leben und alles zur Verfügung. Wir werden gleich noch Spaß haben. Nämlich, sobald wir hier drin sind. Also sind so zwei Kollegen. Man kann hier runterlaufen, das ist das Schöne daran. Ich werde mal hier direkt spontan hinlaufen. Bin jetzt halbwegs unsichtbar, die interessiert es aber null. Zwei kleine Endbösschen hier. Diese Abschnitts. Tja, ich sollte die mal abschießen, ne? Vielleicht. Hier, komm. Das ist schön hier mit dem Ding. Aber ich mach mal hier Raketen-Action. Ich meine, wir haben uns die Dinger schon aufgespart extra hier. Ah, das geht sogar. Okay, mit Raketen sind aber deutlich angenehmer, muss ich ja sagen. Und ich muss sagen, hier wie sich das Level verändert, hier die ganzen Sachen, die sich bewegen. Es ist schon ziemlich geil gemacht. Ich glaube, das war damals auch ziemlich eindrucksvoll. Gerade auch so eine Gegend hier als Pentagramm. Sehr, sehr geil gemacht. Da kann ich mich auch heute noch für begeistern. Auch wenn es ein wenig, naja, pixelig, matschig aussieht. Habe ich gehört, dass es so sein soll. Aber es ist geil. Ich glaube, jeder, der Shooter mag, sollte auch mal hier einen dieser Klassiker ausgepackt haben. Deswegen habe ich habe das jahrelang nicht gemacht, deswegen möchte ich das jetzt gerne nachholen. Und ich würde sagen, wir haben erfolgreich den ersten Abschnitt geschafft. Fuck.
Tja. Errungenschaft freigeschaltet. Doom Episode 1. Sehr gut. Once you beat the big badasses and clean out the moon base, you're supposed to win, aren't you? Aren't you? Where's your fat reward and ticket home? What the hell is this? Ja, es ist ein laufender Text. Blöde Frage auch. It's not supposed to end with this way. It seems like rotten meat, but looks like the lost Deimos base. Deimos? Looks like you're stuck on the shores of hell. The only way out is through. To continue the Doom experience, play the shores of hell and its amazing sequel Inferno. Tja, so einfach war das damals, ne? Einfach ein paar Level aneinander klatschen, den Spieler durchbolzen lassen. Hier nochmal die Credits. Wie gesagt, es ist eine Handvoll. Es sind zwei Hände voll. Es ist nicht viel. John Carmack, Mike. Seht ihr ja. John Romero, genau. Der war der andere. Dave Taylor. Sehr, sehr geile Sache. Finde ich gut. Und wir kommen damit einfach wieder zurück ins Hauptmenü. Da sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Doom 1. Vielen Dank fürs Zuschauen für den Moment. Ich hoffe, es gefällt euch und wir sehen uns das nächste Mal hier im zweiten Abschnitt wieder, der da The Shores of Hell heißt. Bis dahin, auf Wiedersehen.